Wenn jemand wild auf euch einschlägt, wie schützt ihr am besten euren Kopf, zeige ich euch in dem Video über den Crazy Monkey. Fresh, ich bin Jochen von Krassbagger, super geil, dass ihr heute dabei seid. Heute haben wir das Thema Abwehr von Schlägen, die zum Kopf gehen. Genauer gesagt, es ist der Crazy Monkey. Schläge gehen zum Kopf. Warum beschäftigen wir uns nicht mit dem Thema Low Kicks oder Schlag in den Bauch? Wie wehrt ihr das ab? Könnte man natürlich machen. Das Wichtige ist, wenn ihr Auswertungen macht von Videos, wo gehen die Schläge hin, was passiert bei Gewaltübergriffen, schlägt der, tritt der, was macht der, wenn es nicht um Waffen geht, wenn es nicht um irgendwas mit Fahrzeugen oder was Dramatisches geht, sind es in der Regel Schläge, die aus der kurzen Distanz bam auf euren Kopf draufprallen. Die Idee ist, der will euch ausknipsen, der ärgert sich, der ist einen knappen Meter dran, also in Schlagdistanz, und dann irgendwann mal reicht es ihm, er holt aus und ballert euch volle Kanne mit der rechten ins Gesicht oder gibt euch einen Schwinger. Kann auch mit links sein, es kann ein Hagel von Schlägen sein. Wir wollen uns also davor schützen, weil das 90% der Fälle ausmacht, wo jemand verletzt wird. Das zweite ist, wir reden auch über Distanz. Warum ist es in der Selbstverteidigung anders, als es zum Beispiel beim Sparring der Fall ist? Achtet mal auf den Vergleich. Hier haben wir ein Video, wo Sparring gemacht wird, von der langen oder der nahen Distanz immer wieder rein und raus. Man baut immer wieder die Distanz auf. Es ist ein ausgewogenes Spiel. Ganz im Gegensatz dazu, bei der Selbstverteidigung, boom, die Angreifer gehen nach vorne mit ihren Schwingern, mit ihren Schlägen und machen nicht Halt. Die weichen nicht zurück, um die Fäuste zu erheben und ausgewogen mit euch zu arbeiten. Okay, was passiert? Der Typ greift euch an. Ah, da kommt die Schwinger von rechts, zack, und links. Diese Dinger, diese Keulen, die kommen auf euch zu. Wie weicht ihr aus? Wie reagiert ihr darauf? Ihr habt gesehen, diese Hagel von Schlägen kommt auf euch zu. Geile Variante wäre natürlich, das alles außerhalb eurer Komfortzone abzuwehren. Ne? Kommt der Schwinger, boom, Abwehr. Kommt die andere Seite, boom, Abwehr. Vielleicht gerade, die Wischer, zack, perfekt. Das sieht richtig gut aus. Ich wünschte, ich könnte euch erzählen, dass das funktioniert. Das Problem dabei ist, es ist wahnsinnig anspruchsvoll, das zu schaffen. Ihr müsst das Timing perfekt haben. Ihr müsst wissen, von wo der Schlag kommt. Ihr müsst den außerhalb eurer Komfortzone auch draußen erwischen. Denn wenn ich hier bin, kriege ich das Ding ja trotzdem ab. Das heißt, was wir nicht schaffen, ist Hollywood-mäßig diesen Schlag außerhalb zu parieren und dann auch noch gleichzeitig zu schlagen, wie beim Krav Maga. Mach nochmal den Schwinger. Zack, ich habe eine Defense und einen Schlag gleichzeitig. Sieht total toll aus, aber wenn ihr zwei Sachen gleichzeitig macht, macht ihr keins von beiden richtig. Der Crazy Monkey setzt sich wie folgt zusammen. Ihr seid in eurer Lieblingshaltung, der verdeckten Kampfhaltung. Hier könnt ihr kämpfen, strahlt aber erstmal die Defensive aus und es ist klar, ihr seid nicht der Aggressor. Schultern sind hochgezogen, Hände sind oben, zwischen euch und dem Gegner. Ihr macht es einfach so, als ob ihr euch richtig sexy durch die Haare fahrt. Ihr geht von hier aus mit der Hand am Kopf entlang zum Hinterkopf und der Ellenbogen zeigt zum Gegner. Und das könnt ihr jetzt im Wechsel machen. Der Crazy Monkey ist eine spontane Abwehrhaltung, das heißt, wenn plötzlich etwas auf euch zugeflogen kommt, hebt ihr die Hände. Wenn ihr den Kopf schützen wollt, macht ihr das intuitiv. Es ist deswegen gut, in der Selbstverteidigungssituation das einzusetzen, weil es eben intuitiv ist. Und was am allerwichtigsten dabei ist, ihr schützt das Wichtigste an euch, euren Kopf. Die Haare sitzen eh nicht mehr, deswegen nochmal langsam gezeigt. Die Hände sind oben. Ich fahre ganz dicht am Kopf entlang, mit dem Ellbogen zum Gegner zeigend. Wenn ihr den Kopf nicht mehr berührt, sondern hier außen irgendwas abwehrt, kann es immer noch sein, dass beim Impact, also wenn ihr geschlagen werdet, die Hand und der Arm euch gar nicht schützen. Die werden ebenfalls zum Geschoss. Deswegen, ihr seid richtig schön kompakt. Das Dreieck ist die stabilste Form. Ihr geht schön breit, seid schön tief und mit dem Ellenbogen zum Mann hin. Wir zeigen euch das mal. Also nochmal die Technik mit dem Partner zu trainieren. Zack, zack, zack. Okay. Das heißt, ihr schützt schön den Kopf, seid schön tief in eurem Schwerpunkt, ihr werdet so nicht völlig rausgeschickt, ihr kassiert die Dinger, aber euer Kopf ist erstmal geschützt. Warum ist das aber keine Option dauerhaft? Der schlägt ewig weiter, irgendwann macht er mich kaputt, er tritt, er packt mich, ich will ja gar nicht hier bleiben. Deswegen kommen wir zum Punkt 2. Was ist jetzt wichtig? Der Typ schlägt euch, ihr wollt nicht da bleiben, wo der Schlag eintrifft. Da, wo der meiste Impact drauf geht, da zu bleiben wäre ja blöd. Das heißt, wenn ihr den Crazy Monkey macht, müsst ihr euch bewegen. Ihr bewegt euch in eine der Richtungen, zum Beispiel nach hinten, nach links, nach rechts oder nach vorne. Die Idee ist aber, wenn ihr jetzt dauerhaft auf Ausweichen setzt,
Ihr wisst nicht, was ihr für eine Umgebung hinter euch habt. Ihr wisst nicht, was der ansonsten noch abfeuert. Die Idee ist, wir gehen jetzt in den Mann rein. Das Ding ist gleichzeitig auch ein Angriff, weil ihr nämlich einen Uppercut mit den Ellbogen macht. Ich zeige euch, wie das aussieht. Die Hände sind hier und ich gehe in den Mann rein. Schauen wir uns am Boxdummy einmal an, wie das Trefferbild aussieht. Ihr geht in den Mann rein und feuert das Ding ab, also dynamisch. Dann kommt Phase 3. Ihr verlasst euch nicht darauf, dass ein Ellbogen dazu geeignet ist, euer Gegenüber K.O. zu schlagen. Und deswegen gehen wir in den nächsten Punkt, den Clinch oder den Speer. Der Crazy Monkey ist auch richtig geil, wenn ihr gar keinen Raum habt, auszuweichen. Fun Fact, wo kommt die Power her? Die Power kommt nicht etwa durch diesen Wahnsinns-Aufwärtsbewegung aus der Schulter, sondern sie kommt aus der Hüfte. Das ist wie beim Kampfsport oder beim Boxen zum Beispiel. Boom! Ihr dreht euch ein. Wenn ihr auf die Hüfte achtet, boom! Da dreht sie sich ein. Das ist eine Schnappbewegung. Boom! Und da kommt die Power her. Wir sind bei den gezeigten Varianten davon ausgegangen, dass ihr, wenn ihr in den Mann reingeht, dass ihr das Ding mit einem Clinch oder einem Speer beendet, also in den Mann reingeht und dann tief zu arbeiten, in die Knie reinzujagen. Es kann natürlich sein, dass ihr den Mann vorher K.O. haut, dann ist das sowieso okay, dann geht er zu Boden, ihr dreht euch um und verschwindet. Wenn ihr ihn zurückstoßt, dann könnt ihr natürlich nachgehen oder fliehen. Also, ich mache meinen Helm, beziehungsweise mein Crazy Monkey, stoße mein Gegenüber dabei weg und kann jetzt von hier aus natürlich noch weiter arbeiten. Ja, mit einem ordentlichen Kick oder wenn der Typ strauchelt, ey, verschwindet einfach. Ab, schöne Flucht. Immer ganz wichtig, hin zur Sicherheit, nicht weg von der Gefahr. Also rennt nicht vor ein Auto, rennt nicht gegen die Wand oder eine Sackgasse. Macht ordentlich Dampf und guckt, dass ihr wegkommt. Und raus. Nochmal ein paar Varianten aus dem Casey oder aus dem klassischen Krav Maga. Ich zeige euch zwei Dinger. Zack. Im Grunde ist denen immer gemein, ihr holt viel Wucht aus eurer Hüftbewegung, ihr habt die Ellenbogen oben, ihr schützt euren Kopf parallel. Und was einfach wichtig ist, ihr schlagt ihn nicht zwei, dreimal und hört dann auf, sondern ihr arbeitet immer weiter in den Mann. Ihr müsst aber einfach wissen, wenn ihr so dicht rangeratet, ist die Chance, gepackt zu werden, auf dem Boden zu landen, immer noch groß. Das heißt, löst euch schnell vom Gegner, vor allen Dingen, wenn ihr es geschafft habt, latscht noch einmal auf den Knöchel oder auf die Hand, dass der Typ euch nicht hinterherkommt und rennt so schnell ihr könnt. Wichtig ist, wir bleiben nicht vor Ort. Wer weiß, wie viele Kumpel von dem da noch sind und nur auf ihre Chance warten. Das war's an der Stelle. Guckt euch gerne die anderen Videos an, vor allen Dingen, wo die ganzen Kombinationen im Einzelnen nochmal erklärt werden. Bleibt safe! Und mach Krav Maga.